besonders spannend, wie sich die Elektromobilität durchsetzen wird. Ja, wir werden, glaube ich, in den Städten nicht umhinkommen, auch politisch motiviert. Die Hürden sind aber größer als erwartet. Also das Thema Reichweite und Kosten ist bei weitem noch nicht so erschöpfend verhandelt, wie wir das alle vielleicht erwartet haben. Ich glaube, da sind die Ziele zu hoch gesteckt, die Erwartungen zu hoch gesteckt. Ein zweites Thema, hochspannend finde ich, wie die IT in die Autos einzieht, und zwar zum Wohle der Menschen. Also man sieht doch, dass immer mehr die Autos vernetzt werden untereinander, und zwar hat es Sicherheitsaspekte. Es hat aber auch Komfortaspekte der Kommunikation von Auto nach Hause, Anrufen, SMS ins Auto, WLAN, was alles einzieht. Und ich finde es auch deswegen spannend, weil die Jugend ja sehr auf Smartphones und sowas abfährt. Und vielleicht kriegt man da doch wieder ein bisschen mehr Emotionen in das Automobil rein, auch für die heute 16-Jährigen, dass die sich wieder wünschen, mit 17, 18 ein Auto fahren zu wollen. Das fände ich toll. Also unabhängig von Kosten können Sie es, glaube ich, nicht machen. Es wird Ihnen jeder sagen, es ist toll, wenn ich in der Innenstadt emissionsfrei fahren kann. Es ist übrigens auch toll, ja. Und die Beschleunigung ist schön und dieses leise Dahinfahren hat auch seinen Charme, ähnlich wie ein toller Porsche-Sound. Hat das auch so seinen Reiz. Aber sobald Sie über 120 Kilometer irgendwo hinfahren müssen, sind Sie erledigt mit dem Elektroauto heute und die Anschaffungskosten sind so hoch, dass am Schluss die Macht des Faktischen gilt. Da wird eben das Auto nicht gekauft. Deswegen kommen Leasingmodelle. Aber auch die muss ja irgendjemand bezahlen, ne? Das Leasing löst ja nicht den Anschaffungspreis in Luft auf. Es verpackt ihn nur etwas angenehmer für den Kunden. Solange diese Frage Reichweite und Kosten nicht geklärt sind, wird sich das Elektroauto nicht durchsetzen. Aber es wird eine Nische besetzen. Politiker werden Innenstädte absperren, vor allem Großstädte, da bin ich relativ sicher. Und deswegen muss sich jeder damit beschäftigen. Ich finde es auch spannend, aber es macht auch Spaß, nochmal irgendwann einen BMW oder einen Porsche zu fahren. Also ich will den Konzernen keine Ratschläge geben, aber ich berichte jedenfalls lieber über neue Dinge, Sachen, die mutig sind, in die Zukunft reichen, die also Innovationen sind. Und das ist ja eine Binsenweisheit. Wir haben in Deutschland keine Ressourcen, andere als die Menschen. Wer nicht auf Innovation setzt, wird abgehängt. Ich glaube nicht, dass wir den chinesischen Weg gehen können des Nachmachens. Wir müssen schon vorne dran sein. Wir als Volkswirtschaft in Deutschland müssen vorne dran sein, Trends setzen. Und wenn wir da dranbleiben, dann sichert das auch unsere Arbeitsplätze. Anders wird es nicht funktionieren.